Ich denke, dass ich einiges Neues erlebt habe, wovon ich noch sehr lange zehren werde. Mir würde viel fehlen, wenn ich Kulturwald nicht gemacht hätte. Das fühlt sich total gut an, weil es gar nicht so anders ist als zu Hause. Wir gehen in die Weite. Also es ist etwas, womit man seinen Horizont erweitern kann, den Horizont der anderen, die man in der Weite trifft, erweitern kann. Und dafür steht Kulturwald. Ich bin seit 2 Monaten mit Kulturwald in Sarajevo in Bosnien-Herzegowina. Ich bin an 2 bosnischen Oberschulen und assistiere dort den Lehrern im Deutschunterricht. Am Anfang ist es natürlich ziemlich ungewohnt, als Lehrer vor gleichaltrigen Schülern zu stehen, die auch teilweise einiges größer sind als ich. Aber das gibt sich nach der Zeit, wenn dann so eine Stunde funktioniert hat, dann gibt das schon auf jeden Fall ein gutes Gefühl und man geht auch ziemlich stolz aus der Schule wieder raus. Kulturwald ist der internationale Freiwilligendienst der deutschen UNESCO-Kommission in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt. Es gibt schon jahrzehntelang das Netz der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Und es lag irgendwie in der Luft, dass ein Freiwilligendienst da sehr gut passen würde. Kulturwald füllt die Lücke, die es gab und die ich immer schmerzhaft gespürt habe bei den Freiwilligendiensten. Und ich freue mich, dass wir ein ganz bisschen dazu beitragen konnten, diese Lücke tatsächlich zu füllen. Mein Lieblingsort hier in Sarajevo ist die Gelbe Festung, von der man immer einen wunderbaren Blick auf die Stadt hat. Was mich jetzt so besonders interessiert, ist, dass in Sarajevo die verschiedenen Religionen, Islam, Katholizismus und orthodoxes Christentum, alle zusammenleben. Ich freue mich, dass mir Kulturwald die Chance gibt, all diese Erfahrungen und Erlebnisse zu machen. Und ich denke, dass ich einiges Neues erlebt habe, wovon ich noch sehr lange zehren werde. Für viele Menschen, gerade junge Menschen, eröffnet sich zum ersten Mal ein Horizont, der auch bedeutet, dass sie sich ihre Zukunft nicht innerhalb der deutschen Grenzen oder nicht allein innerhalb der deutschen Grenzen vorstellen können, sondern vielleicht einen Teil ihres beruflichen Lebens auch im Ausland verbringen. Das prägt, glaube ich, weil es auch Persönlichkeiten verändert, erweitert, ihnen einen offeneren Blick auf diese komplizierte Welt ermöglicht. Ich war mit Kulturwald in Santiago de Chile im Goethe-Institut und habe in der Kulturprogrammabteilung bei Veranstaltungen assistiert. Kulturwald hat mir mit meiner Berufsentscheidung auf jeden Fall geholfen. Ich habe gemerkt, dass ich dort so im Bereich Projektmanagement, Kulturmanagement arbeiten möchte. Und dort bin ich auch heute. Mir würde viel fehlen, wenn ich Kulturwald nicht gemacht hätte. Mir würden 6 Monate fehlen, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, klasse Menschen kennengelernt habe, ein wahnsinniges, spannendes Land entdecken durfte und klasse Austausch hatte mit vielen unterschiedlichen Menschen. Ja, das ist echt so. Die Bandbreite der Kulturwelt-Einsatzländer reicht von Osteuropa über Afrika, Lateinamerika, Asien. Und Partner von Kulturwelt sind der Deutsche Akademische Austauschdienst, das Deutsche Archäologische Institut, die Deutsche Welle-Akademie, das Goethe-Institut, der Pädagogische Austauschdienst in Kooperation mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und wir bringen quasi noch andere UNESCO-Nationalkommissionen. Ich bin seit 2 Monaten mit Kulturwald bei der jamaikanischen UNESCO-Nationalkommission in Kingston. Durch die jamaikanische UNESCO-Nationalkommission habe ich gerade die Möglichkeit, bei einer Produktionsfirma zu assistieren. Am Anfang war es schon so, dass ich das Gefühl hatte, als große Europäerin hier auf Jamaika einfach aufzufallen und irgendwie anders behandelt zu werden. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, wenn man in sein Einsatzland geht, sich irgendwie bewusst macht, dass da auch nur Menschen arbeiten
und dass es überhaupt keinen Unterschied macht. Ich habe einige Gemeinsamkeiten mit Jamaikanern festgestellt und das fühlt sich total gut an, weil es gar nicht so anders ist als zu Hause. Jetzt merke ich einfach, dass ich so nach den paar Wochen wirklich hier angekommen bin, während ich am Anfang wirklich so von allen Eindrücken erschlagen war. Ich glaube, die Freundschaften hier prägen mich auf jeden Fall auch, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin. Für mich fühlt sich das gut an und ich glaube, das ist auch was, was man lernt, dass man das mit nach Hause nimmt und immer offen bleibt und interessiert ist auch für Neues. Was mich am meisten freut, dass viele junge Menschen, die dann für ein paar Monate im Ausland waren, wirklich mit Freude und Dankbarkeit zurückkommen und das wirklich auch als Bereicherung ihres Lebens empfinden. Das finde ich toll. Thank you.